Rebecca Harms, bardzo proszę. Ist, dass deutsche Firmen Tiere und Menschen benutzt haben, um ihre Autos sauber zu lügen. Doch, meine Damen und Herren, so berechtigt immer wieder die Diskussion über Tierversuche und Menschenversuche ist, ist der größere Versuch, der stattfindet, der mit sehr vielen Menschen jeden Tag auf unseren Straßen. Und ich kann auch die Empörung unserer Kommissarin nicht ernst nehmen, wenn sich aus der Empörung über Versuche an Menschen und Affen nicht auch die Empörung ableitet an diesem großen Versuch, der Tag für Tag auf den Straßen stattfindet. Die Autoindustrie, Frau Biankowska, muss von Ihnen dazu gebracht werden, zusammen mit den Regierungen der Mitgliedstaaten, dass Grenzwerte endlich eingehalten werden, weil sonst ist die Autoindustrie und Sie auch und Ihre Kollegen in den nationalen Regierungen dafür verantwortlich, dass Menschen krank werden und auch vorzeitig sterben. Die Technik dazu ist da, sie muss endlich angewandt werden. Und wenn nicht ordentliche Nachrüstungen passieren, dann muss endlich über Fahrverbote geredet werden. Das ist die eigentliche Konsequenz aus dem Skandal. Wir sollten, da gebe ich Frau von Bremt recht, der Lobby der Autoindustrie nicht mehr brauchen, nicht mehr trauen. Sie sollte den Status Lobby non grata bekommen, so wie das auch bei der Tabakindustrie heute der Fall ist. Wir haben genug von diesen Lügen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Time is over.